Hallöchen, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ihr seht, erstens andere Shader, Sonic Aidershot Unbelievable, voll hell, macht jetzt aber nichts, denn wir haben wenn ihr jetzt nicht wisst, um was es geht, wir hatten einen Livestream mit dem Creative Mode Gedöns. Da haben wir unser Wahrzeichen gebaut, würde ich sagen. Und ich finde, es ist recht gut gelungen. Es ist eine riesige Schwarzeiche, die dann über 1000 Jahre alt ist. Eine Jahrtausend alte Schwarzeiche. Das war nicht nur ein Schwarzeichendorf. Guckt euch das mal an. Ist das nicht schön? Also ich finde, ich habe das gut hingekriegt. Auch wenn ich gegen Ende hin es so ein bisschen mühselig wurde. Alles handgebaut gesagt. Jeder einzelne Block selber gesetzt. Und man kann rausgucken. Man kann wieder hoch, noch weiter hoch gehen. Sogar an die Baumkrone möchte ich gerne eigentlich ein Loch machen. Könnt ihr eigentlich kurz machen. Dann könnt ihr nämlich die Baumkrone inspizieren. Und dann haben wir einen wunderschönen Ausblick. Und ich finde, der Baum ist gut gelungen. Und da ist auch unser... Übrigens, ja, noch zu erwähnen. In unserer Weide sind ganz viele Tiere, also gut drei, aber immerhin, gespawnt. Schon immerhin. Jetzt fehlen dann nur noch Kühe und so weiter. Also die anderen werden da noch reinklatschen. Und natürlich bin ich noch gerade in Creative Mode, aber nur um es zu zeigen. Also ich finde, der Baum ist gelungen und sieht cool aus und passt doch. Und das haben wir alles in einem Livestream geschafft. Der ist jetzt mittlerweile auch auf YouTube. Wenn ihr den gerne ansehen möchtet, nur zu, kein Problem. Und nun gehen wir wieder in unsere alte Gefilde. Da werde ich meinen Game Mode wieder ausmachen. Nein, nun war das, ja. Und da habe ich meine Rüstung, meine Schwerter und dann nehmen wir die direkt rein, klatschen die uns wieder an unseren Körper und dann beginnt wieder der normale Beginn. Voll gut Deutsch. Beginnt wieder das normale Let's Play. Und eben, was ich gerade erwähnt habe, hallo Metzger, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist... Oh, mach dir Liebe, mach dir Liebe. Ich habe kein Fleisch, warte. Jetzt soll es doch definitiv genug Häuser... Moment, wenn du da bist, 1, 2, bist du rausgegangen? Ja, er ist rausgegangen. Gut, finde ich super. Hallo Hundis, und jetzt haben wir auch neue Leute an der Kanalwand, weiß nicht. Und Crazy Cherry, wenn ihr gerne auf dieser Wand verewigt werden wollt, der Platz ist begrenzt, einfach Name und Kommentar hinschreiben und ich werde euch als Schild verewigen. So, wenn ihr da schon versammelt seid, mache ich mal Karottis, Lotti Karottis. Und bevor ich einpflanze, will ich das kurz geben, bevor sie weg sind. Nein, nicht das Essen, danke. Ich glaube 12 war das. Hier ist einer. Es wird dunkel. Hier ist einer. Wo ist der andere hin? Oh nee. Wir sollten übrigens eine Tür machen, um das hier zuzumachen. Ah, habe ich doch. Oh, sehr gut. Ich habe ja zwei Türen. So. Und natürlich habe ich so eine Wurzel hingemacht. Ich find das auch cool, wenn so eine Wurzel über den Weg geht. Natürlich habe ich nichts anderes verändert. Ich würde nichts anderes bauen außer Großprojekte. Das gehört alles zum Baum. Und jetzt gehen die erstmal schlafen. Wenn, vielleicht kommt dann der Metzger wieder raus. Vielleicht auch nicht. Ich mag den Shader nicht so. Ich fand Robobo besser. Sieht etwas wärmer aus. Und darum gehen jetzt hoch und schlafen. Schlafen, schlafen, da, 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 da. So, jetzt haben wir gut geschlafen, essen Fleisch. So, wo ist denn der Herr? Gehen Sie doch mal raus. Ah, das ist der Metzger. Ich dachte, was machst du jetzt wieder hier? Du solltest doch das andere Haus benutzen. Aber mach wenigstens Liebe. Er macht Liebe ihr eins für dich. Und eins für dich. Er hat's genommen, ne? Du auch. Also jetzt macht Liebe. Oh, guck mal sich an. Und er geht raus. Oh mein Gott. Nee, doch nicht.
Liebe, Liebe. Gehen die einpflanzen, ey. Und ich höre einen Zombie. Wo ist der Zombie? Er ist in der Nähe. I don't know. Hier drin? Nö. Vielleicht ist er irgendwo unter der Erde, wo wir nichts wissen von. Wir gehen mal die Tiere in die Weide tun. Nein, ich wollte einpflanzen. Ich sollte jetzt einpflanzen. Mann. Hallo Schwein. Das sollten wir Karotten können. Karotten. Kartoffeln. Jetzt haben wir nämlich 7 Kartoffeln. Würde ich gerne auch mehr einpflanzen. So Hälfte, Hälfte, Hälfte. Und den Rest Karottis. Luzi Karottis. Die ja zufällig von Zombies getroppt gehabt haben, war ein Glücksfall, da ja Höhlenglück nicht so uns hold war. Jetzt können die darüber gehen. So. Jetzt wäre es sinnvoll, erstmal den Zaun zu erweitern. Und zwar genau so. Ist ein Schweinchen drin, finde ich toll. So. Dann machen wir das ein bisschen hier offen. Vorerst. Wir werden das dann wieder zumachen. Einfach nur, um die Schweinchen und Co. wieder reinzupacken. So. Oh, ah ja. Sie ist ja nett von euch. Ganz viele Hühnchen. Geht weg hier. Kusch, 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 kusch. Warte, habe ich Samen dabei? Ich brauche keinen Gesang gerade. Auch wenn es sehr schön ist. Komm hier. Oh, lecker. Samen. Ihr leckt ein bisschen rum. Möchtest du nicht? Komm schon. Du musst halt da nicht rumglitschen. Nö. Wir haben Eier gekriegt. 7 Eier. Oh, Entschuldigung. Ich habe sie mit ihren eigenen Kindern abgeworfen. Entschuldigung. Hallo. Als nächstes wären die Schafis an der Reihe. Warum singen dauerhaft Leute? Hört auf damit, danke. Okay, hier ist auch auf, das ist gut. Voll gut. Komm, Schafis. Gib mir den direkt nicht weg, ne? Danke. Ich glaube, es reicht. Komm schon. Schafi, ich schlag dich, wenn du da falsch rein. Mir ist wenn mein Server restart. Nein, der tägliche Restart. Oh Gott. Geh da rein. Verdammt. ja, das passiert. Der tägliche Neustart. Old. Ist jetzt gut, kann ich rein? Oh. Ja, das Schaf ist drin. Und ich glitsch mich. Ja, das war voll normal. Wunderschön, passiert mir tagtäglich. Sorry kurz, du musst da rausglitschen. Warum glitschst du jetzt darüber? Du sollst da rein. Und du auch. Egal, dann bleibst halt da, Dickfettarsch. Manu. Aber die Schweinchen kommen da rein. Ich glaube, ich packe da einfach noch einen Zaun hin, damit die jetzt nicht dauerhaft auf die Zäune rennen. Ja, raus da. Los. Achtung, das Pi.
Danke. Entschuldigung. Wie knuffen Sie doch nur? Denn Sie sind so knuddelig und ihr müsst aus der Ecke raus. So, Frau Schwein. Sie gehen jetzt nämlich da auch. Nein. Du blödes Schwein, ey. Dumme Sau, ey. Ja, na. Das war jetzt super. Wirklich toll. Nö, jetzt kommst du nicht raus. Nö. Ich schlag dich, du blöde Kuh. Jetzt da runter. Dumme Sau. Ja, dann halt jemand anderes. Hallo. Ja, ich schieb dich nur vor mich her. Ist gar nichts Schlimmes. Hallo. Ah, ist das schön. Ja. Ja, das ist gut. Jetzt doch dahin. Und. Sehr gut. Und ihn. Ja, du auch. Ja, klatsch. Jetzt nur noch eins. Jetzt will das Schaf auch rein, oder was? Glitschst du da rum? Nein. Geh doch. Danke. Möchte das Schaf rein? Sie können gerne reinkommen. Ja, kommen Sie rein. Da können Sie rausgucken. So, jetzt kommt das Schaf wieder rein. Das ist toll. So. Nein. Böses Schwein. Komm her. Oh, bist du knuffig. Knuffiges Schwein. Ja. Jetzt nur noch das Schafilein. Komm, Schafilein. Wir gehen jetzt da in die Weide. Dann bist du bei deinen Freunden. Ist doch schön, oder? Jetzt guckst du mich so an. Im Mann, hör auf. Joran, ist das Boden. Und? Ja. Jetzt könnt ihr das hier oben abbauen. Lalala. Mann, war das jetzt eine Geburt? Dafür kriegen Zäune und so. Das ist gut, voll gut. Dann können wir nämlich diesen hässlichen Kackstift hier wegmachen. So. Hässlicher Kackstift. Kackstift. So. Ich muss mal wieder meine Lieder aktualisieren. Momentan sind es ja immer die gleichen. Nein, das wollte ich nicht. So, Mrs. Schaf, danke schön. Danke, dass Sie mir entgegenkommen. So. Und schon wäre die Weide so, wie ich sie haben will. Genau das wollte ich. Die Hühner befreien. Kleine Hühnchen. So, das wär's. Cool. Daumen hoch. So. Dann wäre jetzt sinnvoll. Was wollte ich jetzt machen? Ich hab's vergessen. Irgendwas wollte ich Wichtiges tun. Ich hab jetzt da. Ach, Kühe finden. Kühe. Da brauchen wir aber. Das da hier. Lecker Schmecker. Weizen. Und da können wir auch wieder neu anpflanzen. Habe ich alle erwischt? Sind nur nie wenig. Oder habe ich noch mehr? Ja, ich habe noch mehr, okay. War komisch. Finde ich gut, dass es auf dem Server läuft. Jetzt, dass es einfach weiter wächst. Auch wenn gerade niemand da ist, läuft der Server ja trotzdem weiter und hier haben wir immer noch die Crap drin, ne? Und sind sie wieder unten? Wohnen sie jetzt hier drin? Nö, nicht? So wie laut die Musik. Geh mal weiter. Oh mein Gott, dramatisch. Okay. Dann sind sie in meinem Haus, also ihrem Haus. Oder wem gehört das Haus jetzt eigentlich? Ja, hier sind sie, der Metzger. Jetzt wohnen sie wieder beide in meinem Haus. Denn da rechts. Ich verstehe die Politik nicht.
Ich habe doch da ein wunderschönes Haus. Schönes Bauernhaus. Was macht dieses Schwein da? Ich bin ein Zaunschwein. Gehen Sie da weg. Weg da. Knopf. Wie hat es das... Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt schlafen und dann gucken wir, dass die Kühe herankriegen. Dann kriegen die nämlich Leder, Milch und alles zusammen. Und denn zwei Kühe sind gut. Wir wissen ja ungefähr, was gehört. Und können ja auch mal gucken, ob wir endlich wieder einen Pony finden. Pony. Ja, Mann. Entschuldigung, ich will... die guckt mich voll entsetzt an. Das ist voll gruselig. So. Ah, schön. Gute Nacht allesamt. Schlaft gut und träumt süß. Ah, guten Morgen. Jetzt sind wir wieder da. So, und die Dorfbewohner haben wahrscheinlich immer noch kein Kind gemacht. Ein Bauer wäre zu super, denn könnten sie sich selber mit Nahrung versorgen. Ach komm, wir gehen einfach jetzt so, wie wir sind. Aber ich will gerne, ein Sattel mitnehmen. Wenigstens einen. Sicherheitshalber. So. Und dann können die in diese Richtung gehen hier. Und dann sollten wir... Haben wir nicht einen Speedtrank gemacht? Entschuldigung. So, Trank der Schnelligkeit. Den trinken wir, dann haben wir 8 Minuten Speed. Das ist doch gut. Ist schon ungewohnt. Und miau. Es ist laut. Wahrscheinlich viel zu laut. Nein, denke ich nicht. Aber wer weiß. Schweinchen. Wir brauchen unbedingt Kühe. Muh, muh. Was? Habe ich nicht gesagt. Hier geht's in eine Höhle. Hier sind wieder Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Aber die brauche ich nicht. Ich brauche Kühe, Kühe, Kühe. Wäre super. Hier ist wieder der kleine Fluss. Ich glaube, auf der anderen Seite des Flusses kann es sein, dass die Wüste. Und dann sollte hier in der Nähe auch die Savanne wieder sein. Aber ich sehe gerade keine Kühe. Ich bin ja in diese Richtung gerannt und da habe ich per Zufall die Savanne gefunden. Das ist eine Kuh. Ich will zuerst in die Savanne. Hallo Kuh, du bist sowieso nur eine. Ich brauche doch mehr Kühe. Viele Kühe machen Mühe. Da ist doch eine Kuh. Gut. Ich glaube, das war hier vorne, ne? Oh, ich sollte was essen. Es ist laut, es geht mir auf die Nerven. Ich muss da entgegenschreien. Oh. Ach ja, stimmt, einfach geradeaus war dieser... Hä, warum habe ich... Bin ich eigentlich derp? Wahrscheinlich schon. Aber keine Pferde, die spawnen. Nicht mal ein Pferd. Wir hatten, glaube ich, mal Pferde gefunden, aber da hatte ich noch keinen Sattel. Häschen. Warte, möchtest du Karotten? Kann man die eigentlich zählen, die Häschen? Komm, Häschen. Häschen. Oh, Flatsch. Komm, Häschen, hier. Komm, Häschen. Karotten, lecker. Komm, Häschen. Ja, Häschen. Hier für dich. Nein, ich kann es dummschig machen. Hallo Häschen. Kleines Häschen. Hühnchen. Pony. Pferdchen.
Pferdchen für mich? Die sollten doch in der Savanne spawnen. Finde ich voll nicht gut. Das geht jetzt zum Dorf. Jetzt kenne ich mich ja langsam aus. Ich hätte nur gerade ausgehen sollen, um ein Dorf zu finden. Das ist eigentlich schon bitter für mich. Ich bin direkt da draußen rumgerannt um das Dorf und allen drunter. Da ist ja der Lava. Ist der Lava. Muss der Lava, Lava. Ja, theoretisch ist wirklich gerade außen Dorf. Bitte schlag mich. Wenigstens ein Pferdchen oder so. Wäre sinnvoll. Aber das hätte ich getan. Okay, nicht ganz geradeaus, aber doch relativ geradeaus. Schweinchen, Schafe und keine Pferde. Keine. Was soll das? Ich habe doch mal auch eine andere Savanne gefunden. Doch, es ist relativ hinten, egal. Ich habe doch mal eine andere Savanne gefunden. Oder habe ich das falsch im Kopf? I don't know. Vielleicht kann ich ja denen irgendwas geben. Fleisch oder so. Hallo. Du willst Kohle. Habe ich leider gerade nicht dabei. Hä? Und du? Bist du ein Bauer? Bauer sucht Frau. Gehen Sie, lassen Sie doch stehen. Ist hier noch jemand drin? Nein. Ihr habt eigentlich voll die hässlichen Häuser, muss ich schon sagen. Oh, ein Wahrsager. Ey, bleiben Sie stehen. Herr Bibliothekar. Sie wollen verrottetes Fleisch oder 10 Gold? Habe ich leider nicht. Haben Sie irgendwas für mich? Papier wollen Sie? Dann würden Sie mir Schutz verzaubern. Und Sie? Sie wollen immer noch 10 Gold. Was soll das? Und Sie würden mir einen Wasserläufer verkaufen. Und Sie? Haltbarkeit. Ja, ist okay. Alles okay. Ganz ruhig. Hier könnte ich eigentlich Bücher klauen. Das sieht niemand. La 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 la. La la la. Dieses Dorf hat wohl keine Bücherregale. Das war schon so. Wenn jemand fragt, die 21 Bücher habe ich mir selber gecraftet. Ist ja auch noch was drin? Nö. Und was wollen Sie? Warum wollt ihr immer das Gleiche? Ihr seid langweilig. Schärfe. Gehen Sie mir aus dem Weg. Sie stören meine Existenz. Ist hier noch jemand drin? Nein. Da ist noch so ein Haus. Ist hier vielleicht noch ein Bücherregal drin? Ja, entschuldigen Sie bitte. Draußen, Sie haben falsch geparkt draußen. Was wollen Sie eigentlich? Schlag. Per Zufall, das bin nicht ich. Entschuldigung. Das ist nicht böse gemeint oder so. Ah! War schon so. Jetzt sollte ich vielleicht gehen, sonst wird es gefährlich. Sonst, ich habe ihm 42 Bücher geklaut. Ah! Das ist nicht gut. Das ist von ganz und gar nicht gut. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr lieben Leute. Bitte gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ich kann nicht singen. Mir geht Luft aus. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Kommentieren, Kommentare freue mich sehr. Ansonsten seht ihr uns beim nächsten Mal wieder. Ein Kilo Häschen. Tschüss.